Was geht? Ich habe heute hier ein Produkt bekommen, was ich testen werde und eine Rezension darüber posten werde. Und zwar von Color Before. Das ist ein Farbenzieher für dauerhafte, permanente Haarfarben. Und das kann ich ja eigentlich ganz gut mal testen mit meinem Schwarz hier oben. Gucken, vielleicht sieht das ja auch ein bisschen wieder raus. Habe auf jeden Fall gerade mal das Paket von denen zugeschickt bekommen. Und dann schaue ich jetzt mal, was da so drin ist. Dieses Paket ist nämlich tatsächlich ein bisschen größer, als ich dachte. So. Hier haben wir Frequent Use. Für häufig gefärbtes und trockenes Haar, Haarfarbenentferner ohne Peroxide und Ammoniak. Extra Pflege. Dann habe ich hier extra entfernt dunkle Farbtöne und Farbansammlung, Haarfarbenentferner ohne Peroxide und Ammoniak. 24 Stunden Gesichtspflege. Avocado und Olivenöl. Ein kleines. Hier sind Night Nägel zum Aufkleben. Nochmal das Haarfarbenentfernungszeug. Und nochmal das Blaue. Body Spray. Fixing Spray. Krass, habe ich noch nie benutzt. Meine Aufgabe ist es nun, dieses Produkt zu testen. Und das werde ich jetzt mal tun und werde das alles videotechnisch dokumentieren und dann auf meinem Kanal hochladen, damit der mal ein bisschen mehr Fülle bekommt. Und ich dachte, das ist ein super Anfang, wenn ich auch sowieso dieses Produkt testen muss und der ganze Scheiß. Ihr kennt das. Dann sehen wir uns dann beim Entziehen. Ist ultra fettig, fühlt sich mega komisch an, riecht absolut ekelhaft, aber es ist jetzt drauf und ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Ich muss jetzt noch Folie drauf machen und jetzt eine Stunde warten.